Gut, dann sind wir hier auch fertig. Obwohl, eine Sache können wir noch erledigen im Finsterwurzwald. Die will ich dann auch gleich machen. Dazu müssen wir aber nochmal an den Anfang zurück. Ich trinke jetzt mal ein erstes Flakon, was soll denn das? Ich mag es nicht, mit nicht vollem Leben rumzulaufen. Ist das Rufsymbol da immer noch eigentlich? Schade. Nee, kann man nur für den Endboss benutzen, okay. So, und du bist tot hier. Schade, ich wollte ihn eigentlich so wegschleudern. Ah, wir gehen lieber hier rum, ich habe keinen Bock auf einen weiteren Kampf. Alles cool, bleib liegen. What the fuck, die habe ich nicht gesehen. So, fällt die jetzt runter? Ach, die ist schon tot, okay. Eibeseitiger. Ah, von denen kriegt man die, okay. Okay, Eibeseitiger sagt euch jetzt wahrscheinlich gar nichts. Ich kann es mal kurz erklären. Das ist irgendwie so eine Art Fluch oder, ja, Krankheit, die man auferlegt bekommen kann von so bestimmten Gegnern. Mir selber ist es nie passiert. Ich habe auch nur eine Vermutung, von welchen Gegnern das ist. Und dann hat man so einen hässlichen Eierkopf. Also dann kriegt man so eine scheiß Made oder so irgendwie so ein Ei auf den Kopf. Und so wie ich das verstanden habe, zieht sie einem instant Ausdauer, was ziemlich kacke ist. Mit diesen Eibeseitigern wird man das wieder los. Gut, wir können uns hier erstmal wieder ausruhen. An unserem schönen Leuchtfeuer. Ja, ich glaube, ah, nein, ich wollte doch aufsteigen. Verdammt. Aufsteigen? Ja, was nehmen wir denn? Wir können eigentlich mal wieder hier ein bisschen was auf Kondition machen. Kondition ist immer gut. So. Und dann machen wir uns auf zum zum Finsterwurzbecken. Zeige ich euch gleich, was das ist. Denn da kriegen wir dann auch gleich einmal Lieblingsschilder. Hallo. Und tschüss. Okay, doch zwei Schläge, schade. Ich dachte, einer reicht jetzt aus für die. So, weg mit dir. Den da auch gleich noch. Na, der fällt sogar wahrscheinlich runter. Oder auch nicht. Hat er was? Ja, lila Moosklumpen. Geil. Hier war doch noch einer, oder? Ja, komm schon her. Wir gehen gleich links lang, statt vorne zurückzukommen. So, weg mit dir. Oh, oh, oh. Lila Moosklumpen. Oh, what the fuck. Scheiße, ich wäre fast runtergefallen. Echt weitläufig das Gebiet hier. Da vorne ist das die Untotenburg. Hier ist noch mehr Wald. Mal gucken, wie wir hier runterkommen. Da unten sehe ich schon ein paar Sachen schimmern. Haben wir ein paar mehr Items hier. Was ist denn das da? Hier liegt nichts. Das... Oh, das ist eins dieser komischen Eumelpommelviechern. Wie habe ich sie das letzte Mal genannt? Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, 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 nein! Nein! Verdammt! Scheiße! Oh Mann, dann muss ich es nachher halt holen. Ja, das meine ich, die verschwinden recht schnell. Also man muss echt schnell sein, um die zu kriegen. Wir laufen immer noch mit diesem gümmeligen Höhlenschild rum, auch wenn er echt ganz cool für den Anfang ist. Ich finde, der sieht aber ein bisschen kacke aus. Das passt nicht zu unserem coolen Ritter-Outfit. So, was haben wir hier? Lederrüstung und ein Langbogen. Ja, yeah, den Langbogen holen wir uns gleich. Zack, der ist nämlich ein bisschen besser. Der ist um einiges besser. So, wie kommen wir hier runter? Ich glaube, wir müssen runterspringen. Anders können wir hier nicht weg. Überleben wir schon. Kein Ding. Jetzt muss ich kurz überlegen, wo können wir hier lang? Ich möchte erstmal ganz nach unten, weil da ist ein netter Heini, den ich noch aufs Maul hauen will. Hm, okay, da muss ich doch erst da lang. Dieser nette Heini hat eine Waffe, die ich auch sehr gerne haben möchte. Dafür möchte ich aber meine Loot-Chancen ein bisschen verbessern. Wir haben ja genug Menschlichkeit. Gott, wir können damit haushalten, wie wir wollen. Naja, okay, vielleicht nicht ganz so. Aber, geht's hier runter? Nee, wo geht's denn hier runter? Hab ich schon ganz vergessen. Okay, nee, da nicht, oder? Oder war das hier? Nein. Da oben ist übrigens auch das Untotenschloss. Nee, da muss das hier irgendwo weiter hinten gewesen sein, der Durchgang.
So, wo ist denn dieser scheiß Durchgang jetzt? Nein, vielleicht weiter hinten. Ah ja, hier, okay. Gut, dann hau ich mir erstmal ein bisschen Menschlichkeit drauf. So. So, kein Problem, wir haben das ja. So, ich glaube 5 müsste reichen. Hoffe ich. So. Und dann beten wir einfach mal, dass wir das bekommen, was wir haben wollen. So, hallo. Die Art von Gegner kennen wir ja schon. Der hier allerdings mit einer sehr... Oh, what the fuck. Scheiße. Ha, das ist gut. Das können wir kurz nutzen. Aber ist er jetzt zu blöd, oder was? Nee, ist er nicht. Okay. Hier hat man echt wenig Platz zum Kämpfen. Ja, perfekt. Komm schon, komm schon. Ja, wir haben sie bekommen. Die schwarze Ritterhelebarde. Eine sehr, sehr gute Waffe. Gerade für den Anfang. Mein Bruder spielt ja auch Dark Souls und er hat sie im Gegensatz zu mir beim ersten Durchlauf bekommen und es ist so viel einfacher mit dieser Waffe. Was ist hier für ein Durchgang? Oh, ein Leuchtfeuer. Das schnappen wir uns doch gleich mal. Hallo? Achso, okay. Setzen wir uns gleich mal hin. Ich glaube, hier geht es weiter zur Schandstadt. Und da wollen wir noch nicht hin. Oder was? Drachental? Drachental oder Schandstadt? Beides ist gerade nicht so gut für uns. Da gehen wir noch nicht hin. Ist ein bisschen hart da hinten. Wir, den habe ich eingesammelt. Dann rüsten wir noch gleich mal aus den wunderbaren Graswaffenschild. Der ist zwar nicht ganz so, gut, was die Verteidigung angeht. Den Vorteil, den der Schild hat, ist aber, dass er unsere Ausdauer schneller regeneriert. Und was, das ist wirklich Gold wert in diesem Spiel. So, dann machen wir uns da mal jetzt auf zum Finsterwurzbecken da hinten. Da habt ihr schon... Habt ihr sie gesehen? Ich weiß es gar nicht. Die Eisgolems oder Kristall... Nee, Kristallgolems sind das. So, man hört sie schon. Beziehungsweise man hört das Wasser. Oder was auch immer da hinten im Wasser ist. Gut, oh, der Bogen sieht auch geil aus. So, wir schnappen uns erstmal ein nach dem anderen. Pullen die hier raus. So, und jetzt komm rüber, mein Freund. Mach Bekanntschaft mit unserem Schwarzritter Großschwert. Oh, was ist das da hinten, was sich da bewegt? Alter, das ist ja riesig. Egal, wir machen das einfach kalt. Ja, schaffst du es jetzt auch mal hierher? Mensch. So schwer ist das nicht. Na komm schon. Geht doch. So, und jetzt zeig mal, was du drauf hast. Nicht einfach stehen bleiben. Kämpfen. Uiuiui, das sah fies aus. So, der ist weg. Gleich den nächsten hinterher. Von hier kann ich die ganz gut treffen, glaube ich. Ach, der kommt schon ganz gemütlich. Ich will aber, dass du läufst. Sei mal nicht so faul. So, komm her. Komm her, komm her. So. Jetzt geben wir dir mal richtig. Vorsicht. Und er ist weg. Perfekt. Hat er was? Nö, leider nicht. Was ist hier oben eigentlich? Kann ich da durch? Kann ich da was aufmachen? Ah, ich kann da die Tür aufmachen. Dann kommen wir nämlich schneller zum Untotenschloss. Ich überlege gerade, ist das vom Vorteil für uns? Ja, das ist sogar vom Vorteil. Dann gehen wir da gleich mal lang. Sobald wir hier mit den Viechern fertig sind. Was ist hier eigentlich? Ach, auch eine Seele. Seelen sind eigentlich ganz gut. Ich bin zwar immer enttäuscht, wenn ich welche finde, weil das dann heißt, kein cooles Item, aber Seelen sind auch sehr nützlich. Alter, das ist... Ist irgendwie so eine Art Wasserdrache oder so. Kommst du jetzt mal? Komm her. Ich will auch nicht zu nah dran an das Vieh da hinten. Sonst gegen zwei Viecher, vor allem gegen ein Riesenvieh, habe ich irgendwie keinen Bock zu kämpfen. Oh, wow, 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 wow.
Die Attacke ist fies. Oh, fuck. Ich habe doch den Block gehabt. Oh, Gott sei Dank. Noch gerade so. So, das ist, glaube ich, der letzte da hinten. Dann können wir zu dem Vieh da hinten. Komm her. Komm her, wenn ich dir sag. Oh, ey, die haben echt ein Problem mit der Wegfindung. Es sind aber auch so viele Hindernisse für die im Weg, ey, die Armen. So. Jetzt mach deine scheiß Angriffe. Oh, das war ein bisschen riskant gerade. Aber es hat geklappt. Wunderbar. Und weg mit dir. So, und jetzt müssen wir irgendwie nach vorne rushen zu dem Vieh da hinten. Wow, 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 wow. Seine Scheißattacke. Ich hasse die. Okay, er hat zu weit nach oben gemacht. So, jetzt macht bitte. Jetzt greift bitte. Nein, er macht die. Oh, fuck, ich wusste es. Nein. Ach, shit. Wir sind mal wieder gestorben. Hurra. Ihr habt nicht gesehen, dass ich gerade den Daumen hoch gezeigt habe. Egal. Ach gut, dann wir sind zum Glück nicht so weit weg von hier. Laufe ich in die richtige Richtung? Ja. Dann stratzen wir hier einfach nochmal raus, killen die Eisen, Eisengolem. Die Kristallgolems. Und dann holen wir uns unsere Sachen zurück. Ich bete, dass wir sie zurückkriegen. Also ich will unbedingt meine 5 Menschlichkeit wieder haben. Das wäre sonst echt scheiße, wenn wir die jetzt nicht mehr haben. Ich möchte nochmal kurz gucken, ist der Speer besser? 245? Der ist besser, warum nehmen wir dann nicht den Speer? Ah, weil wir nicht gut genug sind. 32 Stärke. Gut, dann wissen wir, was wir jetzt nächstes machen müssen. So, ihr seid mal wieder dran. Dann packen wir uns mal wieder einen nach dem anderen von euch. Zack. Oh, in den Baum getroffen, was soll denn das? Scheiße. Treffen sollte auch gelernt sein. Ach ja, ey, die Typen, jetzt brauchen die wieder ewig, um hierher zu kommen. Wir können uns so lange unsere tolle Rüstung anschauen. Ich liebe diese Rüstung, ey. Die bockt richtig. Das ist so dieses typische Abenteurer-Ritterrüstung-Zeug-Vieh-Bla. Ich mag das. So, du Vieh, komm her. Komm her, komm her. Eieieiei. Nicht zu viel riskieren. Jetzt können wir uns... Oh nein, 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 nein! Fuck you. Gott sei Dank zieht sie nicht so viel. So, und das war's. Zack. So, gleich den nächsten. Wo steht er eigentlich? Ah, okay, der steht da. Ah, scheiße. Beweg dich mal nicht so viel. So, jetzt läuft er wenigstens. Alter, jetzt müssen wir gleich noch an unsere Seele wieder ran. Ey, ich habe echt Schiss, das zu verkacken. So, ein Schlag. Mehr kann ich gerade nicht riskieren. Oh, fuck you. Und ich sag, ich kann nicht mehr riskieren. Alter, jetzt muss ich aufpassen. Ich muss aufpassen, dass ich da nicht runterfalle gleich. Ich glaube, ich war ziemlich nah am Rand. So, weg mit dir. Ja, okay, die liegt nicht ganz im Bassin drinne diesmal, die liegt da vorne. Nee, den anderen pulle ich noch nicht, das wäre mir zu riskant gegen so viele gleichzeitig. Ach ja, die brauchen immer so eine Ewigkeit. So, du Bastard. Komm her. Und nochmal. Zack, zack. Zack. Oh, fuck. Der war daneben. Das war scheiße. Oh, 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 warum greift das Vieh an? Warum greift es an? Lass mich. Ich will nicht. Alles cool. Du brauchst nicht angreifen. Alles easy. Ich habe mich wieder nach hinten verpisst. Ich hole nur deine Kumpels hierher. Ich will nichts von dir. Noch nicht. Oh, oh. Okay, kein Angriff. Ich dachte schon, weil das hat sich voll nach einem Angriff angehört, aber es ist nur das Wasser. Das Vieh scheint sich irgendwie im Wasser zu bewegen, deswegen. So, komm her.
Zack. Und tot. Uff. So, und jetzt Hydra, Versuch Nummer 2. Bitte klappt das. Ich habe so eine Angst. Eieiei, okay, 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 okay. Ja! Sehr gut. Oh, den einen habe ich wenigstens geblockt. Oh, oh, oh. Oh nein! Oh, fuck you! Scheiße! Oh, Mann. Ja. Jetzt seht ihr endlich mal, was zu diesem Spiel gehört, ne? Endlose Sterben. An einer einzigen Sache. Ich muss mal gucken, habe ich irgendein Schild, der viel Magieschutz hat? Magieschutz, bitte. Magie, Magie, Magie. Magie. Verdammt, ich habe den besten Magieschutz. Magieschutz gerade. Wie sieht's? Okay, der ist noch besser. Ich versuch's einfach mal mit dem. Ich versuche es einfach mal. Jetzt muss ich hoffen, dass es klappt, ey. Notfalls kämpfe ich noch nicht gegen das Vieh, sondern hol mir nur meine Sachen und verschwinde dann wieder. Das würde mir schon ausreichen. Aber meine Seelen, die will ich schon wieder haben und vor allem die Menschlichkeit. Das lasse ich da nicht liegen. Ach, dieser Schild, der sieht so gümmelig aus. Aber er ist echt gut. So, wir stellen uns mal auf den Stein, damit wir größer sind. Das bringt uns so viele taktische Vorteile, das glaubt ihr gar nicht. Oh, er macht seinen scheiß Sprungangriff. So, und das war's, du Bastard. Scheiße, da haben wir doch noch getroffen. Ach ja, jedes Mal dasselbe. Monotonie, wunderbar. Das Beste für ein Let's Play, immer wieder dasselbe zeigen. Nein, ich riskiere es nicht und greife den anderen an. Dafür troll ich den nicht. Oh, fuck, ich sehe, ich habe nicht mehr so viele Pfeile. Ich sollte das nicht machen. Ja, versuch, durch einen Baum zu springen, Idiot. So. Den nächsten auch noch. Zack. 4 Schaden, yeah! Ja, der andere... Nee, ich riskiere es nicht. Lassen wir es. Ich sollte jetzt bloß nicht ungeduldig werden. Wo ist eigentlich meine Leiche? Hallo? Oh, die ist da ganz unten. Scheiße. Oh, scheiße. Scheiße, scheiße. Scheiß Attacke, ey. Blöd, Mann. Hör mal, um so viel rumzuspringen. Oh, oh. So. Jetzt nur noch den einen da hinten. Ach ja, Mann, ey. Nein! Fuck you. Hey, komm zurück! Oh Mann! Jetzt aber. Oh, leck mich doch. Was soll denn das? Scheiße, ich habe noch 3 Pfeile. Kommt doch einfach zu mir. Geht doch. Das war, glaube ich, getroffen. Ja, geht doch. Oh, nur noch 2 Pfeile. Ich muss mal wieder neue kaufen. Komm her, du Bastard. Komm schon, komm schon, komm schon. Hauen wir jetzt aufs Maul. Eieieiei. Das war nicht so nett. Na gut, das war's für ihn. Zack. Oh Gott, und jetzt nochmal die ganze Scheiße. Versuchen wir es einfach. Eieiei, das war scheiße knapp. Oh gut, er macht viel zu weit nach oben.